Also du bekommst jetzt den Monitor und lass uns dann direkt beginnen. Da reichen wir es wieder aus. Und somit kommen wir gleich zum DAX. Ja, was ist da passiert? Eine Korrektive? Kaum zu glauben. Ihr könnt euch noch erinnern, letzte Woche war der Dialog, es sieht gut aus für die Bullen, über die Allzeithochs hinaus und neue Hochs kreiert. Aber, das sollte man doch Nachsicht haben. Denn diese Bewegung war natürlich aus dem Wohler-System gefährlich in dem Sinne, wir haben an diesem Tag, wie man noch mal kurz zurückblicken, hatte ich ja genannt, man muss aufpassen, denn das Wohler-System war am Dienstag war das hoch, mit dem Wochenhoch bei 13.599 versehen. Das Jahreshoch, das war dann bei 13.601, glaube ich. Und da habe ich gemeint, das sieht gut aus, aber man sollte etwas aufpassen, denn wir sind im übergekauften starken Bereich und nicht, dass es dann quasi wie in so eine Bullenfalle ausschaut und das Ganze wieder nach unten gezogen wird. Denn wir haben ja noch zwei Levels offen gehabt und die heißen immer noch 13.033, 12.623. Jetzt muss man natürlich aufpassen, in dem Sinne, wenn diese Bewegung, die jetzt aktuell über die Jahreshochs läuft, in der quasi dreigliedrig bleibt, eine ABC oder eine Fünfer abwärts wird, muss abgewartet werden. Es wären die Möglichkeiten gegeben, in dem Sinne, dass wir, bevor wir zu den neuen Hochs gelangen, Richtung 14.000, war oder hatte ich angesprochen, könnte auch eine 1.000-Punkte-Korrektur vorher unser allen, wenn es dumm läuft. Und da sollten wir immer aufpassen. Wir haben noch keine 1.000-Punkte-Korrektur. Sie läuft im Moment noch in den normalen Bereichen, also sprich 13.133 bis 13.113. Das wäre jetzt da im Moment mal genau ein Auge drauf zu werfen. Wir haben die Unterstützung im Wochenbereich bei 13.128 und 13.049. Sollte die Bewegung, da wir jetzt in einer Z2 sind, hier eine reine Pullback-Bewegung sein, Richtung 13.333, sprich das Gap closen, und hier nicht weiterkommen, sollte man vielleicht sich mal umschauen nach einer Möglichkeit für einen Short für die Strecke 13.133 oder 13.113 in den Bereichen zu finden. Dann wäre für mich die erste Grundbewegung vollendet und es wären Möglichkeiten, sich vielleicht danach nach Longs umzuschauen, um die Bullen dann anzutesten, ob sie diese Korrektur beenden wollen. Und dann bedarf es ein Überschreiten der 13.443. Und wenn sie dies auch gelingt, dann würde ich sagen, werden sie Richtung Longsignal 13.555 laufen. Wenn sie das aktivieren und danach quasi nicht mehr ohne das Ausbruchsniveau, also Break 1, 13.448 laufen, könnte es der Startschuss sein Richtung den Jahreshochs, beziehungsweise möglicherweise schon Richtung 14.000. Das wäre eine Variante. Bleiben wir in dem gesamten Bild. Es läuft bis 13.133, 13.000 maximal 49 und kann gehalten werden, dann heißt es, die Pullback-Bewegung wird uns den Weg weisen. Sollten diese im Allzeithochbereich, wo wir hatten, um die 13.533 hängen bleiben und es nicht über 13.553 geht, könnte es sein, dass ab hier quasi die zweite Welle beginnt nach unten und wir wären in diesen Bereichen zu finden, die bei 12.623 bis 12.457 dann vielleicht möglich sind. Und es wäre nichts passiert, es wäre eine ganz normale Korrektur, das heißt, man hat einen Fehlausbruch,
eine Korrektive geschalten. Wie man sieht, im Monatsbereich noch im grünen Bereich, also im Long-Bereich zu finden. Und von hier aus dann quasi die Bewegung nach oben zu vollenden Richtung 14.000. Also es bleibt noch bullisch in dem Sinne, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht in die so eine Bewegung dann, auch wenn man long gut unterwegs ist, überfahren wird im kurzfristigen Bereich und dann eben Probleme bekommt. So, das wären jetzt aus dem größeren Bild die Möglichkeiten noch gegeben, also in der Spielvariante, wo man Longs oder Shorts sich umschauen kann. Und dann geht es eben sachlich weiter. Und wenn man sich das Intraday jetzt anschaut, wo könnte man in den Markt im Moment in den kleinen Ebenen reinkommen? Hier bleibt es genauso wie auf dem großen Bild, die 333, wie man sieht, ist ziemlich stark gedeckelt. Da sind wir im Zweitagesbereich und im Wochenbereich. Und auch hier sieht man sehr schön, 344 wäre quasi Break-Level, um die Bullen wieder nach vorne zu bringen. Und alles, was darunter ist, würde uns dann immer noch die Möglichkeit geben, 133 oder die 113 zu erreichen. Mehr wie 13.077 sehe ich aktuell in dieser Bewegung nicht. Aber man sollte dieses trotzdem mal unter Beobachtung stellen. Somit Möglichkeiten für einen Trade, Intraday zu fixieren, wären A, Short, Möglichkeiten A, 13.343. Der Bereich 13.302 wäre eine Möglichkeit. Und zwischendrin haben wir natürlich hier, wie man sieht, auch unter Widerstände, da müssten wir 1000 verschiedene Levels nennen. Aber der 13.313er Bereich ist auch noch interessant, wenn man hier, wenn der Markt hier reinläuft und hängen bleibt, mit einem guten CRV die Möglichkeit eben Short sich rauszusuchen. Ansonsten Trend folgend, weil der Markt ja im Moment aus dem Tief steigt, wäre die Möglichkeit unter 13.242 vielleicht nach dem Short umzuschauen, wäre eine gute Alternative. Wir sind hier einmal hier runtergelaufen, wie man sieht, unter der 263er Unterstützung, wurde zurückgekauft, ist aber im Fraktal 2. Das wäre eine Möglichkeit hier nochmal zu schauen, ob man hier Möglichkeiten findet, um einen kleinen Short zu aktivieren, SL über die Verlaufshoch und dann sitzt man drin. Immer Grundvoraussetzung, man sucht Shorts. Wenn man Long sucht, macht das umgekehrt. Der Bereich aktuell, wenn es nochmal runtergehen sollte, die Tagestiefen werden gehalten, die außerbörslichen 190, 180 wäre Möglichkeit, in Long reinzukommen und ansonsten über die 13.220, das sind die alten, also von letzter Woche die Verlaufstief, würde hier auf die Unterstützung sitzen. Das heißt, alles, was über der 13.220 ist, wäre im Moment leicht bullisch mit der Möglichkeit, das Gap zu closen oder eben über die 343 zu laufen, aus um Break einzuschaffen, um weiter bullisch Richtung Jahreshochs die Möglichkeit zu erhalten. Das wären jetzt die Möglichkeiten um die Fixierung des Trades. Zum letzter Woche hatten wir ja auch einen Trade fixiert, beziehungsweise mal angeläutet. Und zwar, da ging es um den Short 533 mit den BBs 476 und so weiter und so fort. Also da hat es auch ganz gut funktioniert. Muss natürlich Druck in den Markt reinkommen, dann läuft die Sache. Wenn nicht, dann muss man halt engmaschig absichern. Ansonsten in der Planung weiterhin aus dem Weekend-Update, wo befinden wir uns? Und da sieht man auch sehr schön, wir sind in den Bereichen 13.175 reingelaufen. Wir waren jetzt leicht darunter bei 165. Somit könnte, wie gesagt, das Augenmerk mal daran liegen, dass man sich nach Long-Möglichkeiten eventuell umschaut und trotzdem die 113 oder die 077 mit einkalkuliert fürs Erste. Dann dürfte man gut abgesichert sein, CRV, RMM bestimmen und dann geht's los. Warum jetzt auf der Unterseite, warum ich gesagt habe, vielleicht nach Möglichkeiten, dass wir die Tiefs vielleicht schon gesehen haben, auch hier wiederum, schauen wir doch mal ganz clever auf das Wohler-System dieser Woche. Und hier sieht man auch, wir waren wie gesagt 165 im Tief, im Wohler-System auf der Basis liegt im Moment, halt hier unten sind wir, bei 13.140. Das heißt, wir sind jetzt da wir Dienstag haben, schon wieder ziemlich weit gelaufen.
ist aber noch in der Basis. Würden wir die 13.140 unterschreiten, könnte man, wie man sieht, in Wohler 2 13.040 in der Woche, vielleicht heute Morgen oder in dieser Woche erreichen. 13.100 sind wir gut unterstützt und 12.928. Also hier unten denke ich schon, dass wir gute Bereiche haben, vor allem für den kurzfristigen Bereich, sich nach dem Long umzuschauen. So, das war das Wort zum DAX. Ich übergebe mal kurzfristig nach Berlin, falls da irgendwelche Fragen auftauchen. Ja, Costa, wenn du möchtest, könnten wir uns Wunschmärkte anschauen, aber du, wenn du noch einige hast, kannst du die auch noch gerne durchgehen. Ansonsten hätten wir als erstes eine Frage über oder eine, die anderen, den Analysewunsch US-Dollar, kanadische Dollar. Okay. Wo ist der Cut? Da haben wir den. Ich glaube, den hatten wir das letzte Mal auch schon mal irgendwann mal erwähnt. Hier waren wir noch leicht abwärts gerichtet. Wie man sieht, hier sind wir auch hier aktuell, muss man sagen, weil hier ein Triple Top an der 1,2918 sind unter dem Bereich 1,2644 gefallen und wären dann auf den Weg gewesen Richtung 1,2449 und 1,2369. Hier im Moment versucht der Markt sich zu stabilisieren, aber wir sind aus dieser Sicht natürlich auch hier abwärts durchgelaufen. Das heißt, Erholung möglich, aber die Bewegung ist immer noch intakt. Und da muss man jetzt sagen, aus meiner Sicht, auch wenn es sich hier etwas stabilisiert, solange wir unterhalb von 1,2447 bleiben, wäre die Bewegung noch bis, schauen wir mal kurz, 1,2152 möglich. Das wäre eine schöne Tendenz, wo man sich dann auch umschauen kann, ob wir Möglichkeiten finden für einen kurzfristigen Long. Wäre eine schöne Bodenbildung. Das Triple Top wäre in dem Bereich des Möglichen abgespult in den genannten Bereich um die 1,2150. Und wenn sich hier die, ja, wenn sich das Ganze stabilisiert, würde ich sagen, wäre es ein möglicher schöner Long-Einstieg, denn allein aus dem CFV auf den Tiefs 120,59, wenn man kleine Positionen fährt, wie immer, würde sich ein gutes CFV bilden, mit der Möglichkeit eben Richtung 1,2675 bis 1, was ist es, bis 1,2721 sich ergeben kann. Und somit aus der letzten Bewegung 1, 2, und zu 3, 4, das heißt, wir haben hier eine 4 sitzen, eine F4, also auch hier, dieser Tick läuft ja noch in der Kerze, wie man sieht, wir sind zwar jetzt auch im Daily, aber trotzdem kann man sich umschauen, wenn dieses Tief hier halten sollte, bei 1,2280, ja, dann könnte sich hier ein Doppelfraktal bilden, also ein Doppeltief, Fraktal 5 und dann von hier aus nach oben laufen. Ist zwar noch gedeckelt, aber die Möglichkeit für ein paar Punkte sind, für ein paar Pieps sind, wären drin. Es würde bedeuten, nochmal ein Antesten der 1,2283, dann Richtung 1,2363 bis 1,2444 die Möglichkeit. Und dann muss man wieder schauen, ob es sich hier wieder seitwärts ein bisschen ausbreitet. Und wenn er dann über die 1,2447 kommt, dann den Bereich attackieren 1,2641 bis 1,2724. Das heißt, Ausschau halten und je nachdem, wie er sich bewegt, würde ich sagen, im Moment läuft er noch short. Bodenbildung wäre möglich, mit einem guten CRV auf Long zu drehen. Also im Moment eher neutral, aber mit Tendenzen eher vielleicht nach Longs umzuschauen. So, bleiben wir beim letzten Mal, haben wir ja Gold und da war, glaube ich, Silber, haben wir noch nicht genannt. Ja, das ist im Endeffekt, das Silber läuft etwas schwächer wie Gold, aber auch hier ganz gut immer zu sehen. Er kommt einfach aus dieser Seitwärtsbewegung nicht heraus. Da kann man machen, was man will, also und deswegen auch weiterhin seitwärts, solange wir unterhalb von 18,76 arbeiten und nicht über 18,14 kommen,
bleibt es hier einfach seitwärts in der Bewegung. Wir haben auch hier 1, 2, 3, 4, wir sind hier unten fertig. Wir haben eine F5. Das heißt, neutral ist es zu werden bei zwischen 15,61 und 18,75. Und da kann er hin und her pendeln. Also im Endeffekt kann man nur abwarten, dass er irgendwann mal ausbricht. Auf der Unterseite auf die Tiefs dann annähernd, vielleicht nach dem Long umschaut, sich absichert, engmaschig. Oder trendfolgend muss man eben abwarten, bis die 18,75 aufgemacht wird. Dann hat man gute Chancen auf die 20,50. Und darüber hinaus dann Break 1, 21,47. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Aber es kann ja immer bei den Edlen relativ schnell gehen. Im Moment auch eher neutral zu halten. Und so sieht es im Moment, denke ich, auch beim Gold aus. Nur etwas, ja, dynamischer im Verlauf und etwas positiver. Aber nun muss man auch hier aufpassen. Wir haben unsere Ziele, die Grundziele 13,57 erreicht. Das war das sogar noch das alte Top, bevor es in die Korrektur gelaufen ist. Und somit sind wir, hat er angezeigt, er möchte rüber und Richtung 13,82 laufen. Er hat noch die Möglichkeit, ich würde sagen, kleine Korrektive, wo jetzt geschalten wird, ist okay. Fraktal 1,2 läuft noch. Das heißt, wenn er am besten im Moment nicht, hier unten sind wir, unter 3.322 fällt und sich am besten im Fraktal 2 hier bewegt, das heißt bei 1.328, werden es nochmal die Möglichkeiten gegeben beim Gold, diese 13,87 zu attackieren. Hier laufen wir am nächsten Widerstand 78 heran. Ich denke dann hier grob sollte man aufpassen mit Longs, vielleicht dann auch absichern und sich nach dem Short umschauen. Hier könnte in meinen Augen dann die Bewegung enden. Richtig Luft nach oben, erst bei Überschreiten der 13,82 und dann sieht man Platz bis 1526, aber im Moment aus meiner Sicht nicht favorisiert. Also auch hier Korrektive abwarten, vielleicht noch einen kurzen Long auf ein Hoch und dann nach dem Short umschauen. So würde ich das im Moment einordnen, das Ganze. So, und dann kommen wir, ja, wo machen wir weiter? Ach, ich würde mal sagen zum Dow. Der Dow. Man mag es ja kaum glauben, gerade in einer Korrektiven mal 100 Punkte mal abgelassen. Nichtsdestotrotz, das ist im Moment nur ein Luftablassen, so würde ich es bezeichnen. Und zwar die Möglichkeiten, mal etwas tiefer zu fallen, werden weiterhin gegeben. Wie in den Bereichen 25,630, das wären dann quasi 1100 Punkte Korrektur, wäre noch im normalen Rahmen in einer Bullflagge. Das heißt, aktuell, solange wir unterhalb von 26,53 bleiben, wäre das nächste Ziel 26,67, dann wären wir im 25.000er Bereich, 25.941. Das wären jetzt ab hier, sollte diesen halten, gehe ich davon aus, dass der Markt schon wieder in Long schaltet. Geht es unter die 25.950, wäre ein schöner Zielbereich, wo man sich vielleicht mal ansehen könnte. 25.623, sollte dieses tatsächlich erreicht werden, würde ich sagen, das wäre für mich, auch wenn es ein paar Punkte drunter geht, das wäre für mich optimal als Bulle. Hier sollten dann mal die Möglichkeit dann quasi da sein, um Richtung den genannten 27.153, ich glaube, das war 29.000, wären wir in der Bewegung Richtung 29.963. Also das wäre das Optimale aus dieser Bewegung zu erwarten. Ob das dann das letzte Hoch ist, weiß ich nicht, aber könnte dann so ungefähr kommen. Also im Moment Korrektive. Wenn man Short ist, lässt man es laufen und ansonsten sucht man sich Long-Möglichkeiten noch einmal um in aller Ruhe. Da haben wir hier auch in dieser Bewegung Fraktal 2, 3, 4, 5, Z1. Also das heißt, wir haben erst einmal ein kurzfristiges Tief gesehen bei 16,41. Aktuell läuft die Pullback-Bewegung.
bis in den Bereich möglich A 26,362 und darüber hinaus wäre 26,436 das Ziel. Hier könnte das Ganze wieder kippen. Also das heißt, wenn es hier nicht gibt und es noch ein bisschen ausgereizt wird, 26,554 und ab hier, wenn es nicht weitergeht, würde ich sagen, weiterhin nach unten in den Zielbereichen und dann schaut man sich wieder in aller Ruhe nach Longs um. Und zwar 26,67, 25,939 oder 25,630, wenn der Teufel morgen kommt. Aber das wären die möglichen Anlaufziele aus der aktuellen Bewegung. Und haben wir noch ein bisschen Zeit, gehen wir mal gleich auf den Euro, weil da ist es natürlich auch interessant, finde ich. Und zwar, wir haben die Zielbereiche hier oben, die 25,05, erreicht. Wir laufen im Moment in eine flache Korrektive. Das sieht eigentlich recht gut aus. Auch hier in der F3, also eine Flagge. Sollte dieses Tief gehalten werden, können bei 1,2329 wäre das nächste Anlaufziel die 1,2566 und darüber hinaus sehen wir dann 1,2650, 1,2741, 1,2810 als Möglichkeit. Aber diese Levels würde ich dann doch eher mal erreichen wollen, wenn noch ein bisschen mehr Dampf ablässt, also über eine F5, eine breitere Pullflagge im Bereich 1,2272 bis 1,2198 und von hier aus Richtung 1,2810 oder 1,2977 läuft. Hier wäre dann für mich auch hier die Bewegung grob zu Ende und das wären für mich schöne Möglichkeiten, wenn es angelaufen wird so hoch, in der Range Richtung 1,3039 nach dem Short umzuschauen, um ja, die Bewegungsende anzukündigen und danach eine gute Korrektur wieder vielleicht zu bekommen, die auch in dem Bereich erst einmal 1,1838 ablaufen könnte. Und dann schauen wir in aller Ruhe weiter, ob es noch mehr gibt. Denn wir sind ja gut abgesichert. Also bis in den Bereich 1,1163. Also wäre auch die Möglichkeit gegeben, aber soweit können wir im Moment noch nicht vorausschauen. Das wären die Ziele auf der Oberseite in dieser flachen Korrektive wären möglich. Und danach schauen wir weiter. So. Übergebe ich das Wort wieder Berlin. Ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende, oder können wir noch was machen? So, Berlin ist gerade nicht da. Dann machen wir kurz weiter und nutzen wir die Gelegenheit. Und was interessant auch werden könnte, wo ich ein Auge drauf geworfen habe, habe ich immer im Fokus und das wäre, wo sind wir denn? USD-Yen könnte vielleicht eine interessante Sache werden. Und zwar geht es hier um die Bodenbildung, die im Gange ist. Und hier sind wir im Moment auf dem Unterstützungsbereich 1,0858. Das sind Bereiche, wo ich sage, möglicherweise sehr interessant, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen tiefer geht, bleiben wir aber über diese Verlaufstiefs bei 1,828. Und gehen aktuell nicht unter 1,0791, würde ich sagen, werde hier die Bodenbildung, könnte die beendet werden und mir einen schönen Aufwärtsmove bekommen. Also somit liegen da die Möglichkeiten bei 1,0858 sich mal umzuschauen, mit einer Bewegung, die bis erst einmal in den Bereich 1,1070 oder 1,1174 laufen könnte. Grundvoraussetzung, wie gesagt, nicht unter 1,1792 aktuell. So, Berlin, hallo? Ja, Costa, ich bin wieder da. Wir haben hier leider immer wieder Verbindungsabbrüche aktuell. Liebe Teilnehmer, wenn da irgendwie mal Probleme waren, bitten wir das zu entschuldigen, aber ich hoffe, das ging bei dir soweit ganz gut. Ansonsten sind wir zeitlich ja auch jetzt schon relativ weit fortgeschritten, also denke ich gerne deine abschließenden Worte und dann können wir das Webinar langsam beenden. Okay, abschließende Worte. Es ist im Moment etwas zweideutig, das ganze Spiel, beim DAX vor allem. Ich meine, beim DAO haben wir nichts dagegen, dass er ein bisschen runterläuft. Beim DAX, wie gesagt, gibt es im Moment für mich zwei Varianten. Entweder Punkt Nummer eins, wir haben
die Wochenverlaufstiefs schon wieder gesehen anhand des Rollersystems und es läuft nach oben. Wenn es nach oben läuft, sollte man, wie gesagt, beachten, die 13.443, dann sieht es gut aus, dass die Bullen schalten und Richtung Allzeithochs oder Jahreshochs wieder laufen werden. Dafür bedarf es aber A, ein Überqueren per Tagesschluss die 13.553. Tut er das nicht und bleibt hier generell hängen, geht nicht weiter, wäre das für mich ein klares Anzeichen, um Short definitiv nochmal rauszukramen, um Richtung, ja, 12.623 bis 12.467 zu laufen. Anhaltspunkte dafür, dass es passiert, wäre A, ein Tagesschlusskurs unter 13.48 und ein Wochenschlusskurs danach unter 12.899. Denke ich, wäre das das Anzeichen, dass es doch noch einmal ein bisschen kräftiger nach unten geht, bevor es dann steigt. In diesem Sinne, bleibt vorsichtig, bleibt gesund und wenn ihr mögt, am nächsten Dienstag um Punkt 10. Ja, vielen Dank, Costa, für deine Analyse. Liebe Teilnehmer, wenn Sie möchten, Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, an unseren weiteren Webinaren teilzunehmen. Heute geht es weiter 15 Uhr mit dem Jochen Schmidt. Auch dort können Sie natürlich gerne uns lauschen und dem Jochen lauschen, wie er die Märkte analysiert. Eine Stunde Ihre Fragen und Wunschmärkte um 15 Uhr. Ansonsten natürlich wieder morgen pünktlich 8.30 Uhr mit dem guten Morgen DAX-Webinar mit Heiko Behrendt. Das gleiche dann auch immer Punkt 10, auch dort der Heiko dann noch einmal vertreten. Ja, ansonsten sollte es nach dem Webinar Fragen geben, kommen Sie gerne auf uns zu, telefonisch oder per E-Mail an info@admiralmarkets.de.